sind ja Ordner, ne? Von links nach rechts. Ne? Ich nehme die einfach weg, ich gucke nicht nach und ich reiße da auch nichts ab. Du kannst gerne. Ja, wenn ich eine Hand frei habe, in der Regel habe ich ein Mikro und das in der Hand, dann wird man beim letzten Mal auch schwierig. Also, wenn ihr beide fragen, dann müsst ihr auch eine Frage machen. Das dauert 2 bis 3 Minuten. Ja, das dauert 2 bis 3 Minuten. Ich muss erkennen, wann die fertig sind, oder hier. Und dann stellt ihr jeweils noch eine Frage zur Zukunft. Danke, tschüss. Ja? Willkommen zum 14. Kulturmarken Award. Begrüßen Sie mit uns die Moderatoren dieses Abends, Andrea Thilo und Gerald Meyer. Hier im Bergwerk der Ideen auf Zeche Zollverein, das war für all diejenigen im Raum, die das noch nicht wissen, ehemals die leistungsstärkste Zeche, die es weltweit überhaupt gab. Und wir feiern hier heute erstmals die Kulturmarken Awards hier im Ruhrgebiet, dessen kulturelle Kraft und künstlerische Kompetenz wir heute schon über den Tag und seit gestern Abend beschworen haben. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich da sind. Ja, Glück auf Zukunft, sagt man hier auch so schön im Jahr 1 nach dem endgültigen Aus für die Steinkohle hier in dieser Region, indem man trotz diverser kultureller und wirtschaftlicher Leuchttürme sich aber auf dem bisher Erreichten nicht ausruhen möchte. Wir fahren zwar hier miteinander ein, meine Damen und Herren, aber es geht unverkennbar nicht zurück, sondern in die Zukunft. Das Steigerlied, meine Damen und Herren, überall bekannt auf der Welt, ist in New York schon gesungen worden, in Australien. Selbstverständlich können wir an diesem Ort, diesen Abend nicht miteinander verbringen, ohne einmal gemeinsam dieses Lied geschmettert zu haben geradezu.
Da haben wir durchaus den Text für Sie aufbereitet und vorbereitet. Den sehen Sie hier auf unseren Video-Walls. Und dann wollen wir nochmal gemeinsam mindestens so im Einklang wie vorhin bei der Improvisation versuchen, dieses Steigerlied hinzubekommen. Benedikt Stampa führte als Intendant das Konzerthaus Dortmund innerhalb kürzester Zeit in die europäische Spitze. Stampa eilt der Ruf voraus, ein Kulturmanager par excellence zu sein, der künstlerische wie auch kaufmännische Belange, Kultur und Kommerz, Kunst und Marketing perfekt miteinander verbindet. Populär, aber nicht populistisch. Exklusiv ja, elitär nein, ist dabei sein Motto. Mit der Übernahme des größten Opern- und Konzerthauses Deutschlands in Baden-Baden hat Benedikt Stampa zweifellos verdient den Intendanten-Olymp bestiegen. Gabriele Minz ist seit Ende der 1990er Jahre Kulturmanagerin. Mit Young Euro Classic schuf sie ein Lebenswerk. Das internationale Jugendorchesterfestival ist seit 20 Jahren ein großer Erfolg mit hohen Besucherzahlen und immer neuen aufstrebenden Orchestern. Nach ihrer Idee sangen im Rahmen des diesjährigen Jubiläumsprogramms 6500 Musikinteressierte die Ode an die Freude als Bekenntnis zu Europa. Sie versteht sich als Brückenbauerin, die vor allem junge Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenbringt und über die Kultur einander kennenlernen lässt. Trifft es natürlich auch für ihn so diese ungeheure Energie und diese, wie soll ich sagen, dieser positive, überschwingende Optimismus. All das werden wir jetzt noch etwas tiefer beleuchtet bekommen von unserem Laudator für das Lebenswerk. Und wir begrüßen ganz herzlich Thomas Nückel, Mitglied des Landtages hier in Nordrhein-Westfalen. Willkommen auf der Bühne. Wenn ich das so sagen darf, ja, bitte Ihre Bühne. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Professor Noll, liebe Staatsministerin Müntefering, liebe Nominierte und auch ausgezeichnete Preisträger, lieber Professor Dr. Oliver Scheidt. Jetzt ist der Name raus. Ideen auch umsetzen, muss sich den Mühen der Ebene stellen und auch das ist Oliver Scheidt immer gelungen. Kulturdezernent in einer Stadt wie Essen zu sein, ist eine Herausforderung. Im Ruhrgebiet ist es ja auch immer natürlich die Kunst, mit dem spitzen Bleistift zu rechnen, Kompromisse einzugehen, zu verhandeln und ja, zu vermitteln. Auch das gelang Oliver Scheidt. Eine Sisyphus-Arbeit, die er mit Bravour bewältigte, als er nach 10 Jahren 2007 aus dem Amt schied, stand Essen als Kulturmetropole besser denn je da. Auch das ist eine große Leistung. Zurück zur Kulturhauptstadtsbewerbung. Die meisten haben damals gesagt, ach, das geht daneben. Das wird es gegen Bremen, gegen die Dokumentarstadt Kassel, ja, und vor allem gegen Oliver Scheidts Geburtsstadt Köln durchsetzen würden, das war nicht so klar am Anfang. Aber genau das hat er hinbekommen, wie das Kulturhauptstadt ja dann auch gezeigt hat. Day of Songs, Schachzeichen, das Stilleben auf dem Ruhrschnellweg, Enscherkunst 2010 und noch vieles mehr. Wir haben uns genau an diesem Ort hier auch auf Zollverein im Januar 2010 bei der Kulturhauptstadteröffnung bei Schnee und Eiseskälte aus guten Gründen auf dieses Jahr gefreut. Viel wurde versprochen und viel wurde auch gehalten. Ja, 2010, das war das Jahr, in dem das Ruhrgebiet zeigen konnte, was in ihm steckt, was es sein kann, wenn es an einem Strang zieht und das Rathausturmdenken überwindet. In diesem Jahr, glaube ich, haben wir da ein Zeichen gesetzt. Aber bei aller Freude, 2010 war leider auch nicht unbedingt ein nur ungetrübtes Jahr. Die Katastrophe der Love Parade mit ihren 21 Toten und den hunderten Verletzten, das war bitter, vor allem für die Opfer und die Angehörigen.
Mit dieser Situation in Würde und Sensibilität umzugehen, auch das war eine Leistung. Und was einer kann, das zeigt er eben nicht nur in den Momenten des Erfolgs und der Freude, sondern gerade in solchen schwierigen Situationen. Doch zurück zu dem, was positiv von der Kulturhauptstadt überdauert hat. Diese Kulturhauptstadt, und ich glaube, das ist nicht vielen europäischen Kulturhauptstädten gelungen, hatte auch etwas von Nachhaltigkeit. Es hat vieles überdauert. Es gibt nach 10 Jahren immer noch Etsche, die urbanen Künste Ruhr, vieles im Ruhrgebietstourismus. Und das ist, glaube ich, das besonders Wichtige, dass wir daran sehen, dass diese Kulturhauptstadt auch längerfristig was verändern kann. Doch nicht nur beruflich war Oliver Scheidt der Kultur verbunden, er engagierte sich auch so nebenbei, packte mit an und unterstützte, wo er nur konnte. Er war Vorstandsmitglied des Verbandes Deutscher Musikschulen, Vorsitzender des NRW-Kultursekretariats, Mitglied der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages und Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft. Er hat großen Anteil an der Entwicklung von Europas bedeutendem Kulturpreis und war dessen Juryvorsitzender. In Essen ist er im Sommer nur noch Vorsitzender der Kulturstiftung geworden. Dazu auch mein Glückwunsch. Was wichtig ist, sein umfangreiches Wissen gibt er immer weiter. An Städte, die sich um die Kulturhauptstadt bewerben und an alle, die wissen wollen, wie man erfolgreich Kulturpolitik macht, als Herausgeber der Kulturpolitischen Mitteilung und auch des Handbuchs Kulturmanagement schreibt er uns wichtige Zeilen. Als Professor am Institut für Kultur- und Medienmanagement an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater gilt unter anderem sein Blick, und auch das ist sehr wichtig, der Qualifizierung von Führungspersönlichkeiten für Kultureinrichtungen mit einem eigenen Programm. Oliver Scheidt ist somit ein Botschafter des neuen Ruhrgebiets und ein Botschafter für die Kultur. Und dafür sind für ihn alle zu einem besonders herzlichen Dank verpflichtet.